Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Wir schauen wieder auf die Entwicklung jetzt für das Osterwetter. Da wird es teilweise noch mal richtig spannend werden. Ja, es ist immer wieder Bewegung drin. Die Wettermodelle sind sich noch nicht ganz so einig im Detail. Vor allem für den Ostermontag gibt es noch riesige Unterschiede. Die schauen wir uns gleich mal an. Blicken aber zunächst mal auf den grünen Donnerstag. Der Lars hatte heute Morgen schon bis Mittwoch gemacht und wir schauen mal direkt auf den grünen Donnerstag. Da hat sich die Kaltfront, wer das Video gestern gesehen hat, noch mal ein wenig verzögert jetzt in den neuesten Wettermodellen. Wir sehen in großen Landesteilen am grünen Donnerstag noch mal richtig sonniges Wetter. Es wird vielerorts trocken bleiben und die Warmluft, die bleibt in großen Landesteilen noch erhalten, nur so im äußersten Norden. Da kühlt es schon ab, da dreht der Wind und da kommt kältere Luft aus dem Norden rein, aus dem hohen Norden Europas. Ansonsten aber noch mal richtig warm, häufig über 20 Grad. Im Südwesten weiterhin auch die 25 Grad. Ein paar Schauer können mal so im Norden und Osten dabei sein. Häufig wird es aber sehr wahrscheinlich trocken bleiben. Eventuell im Vorfeld auch über den Mittelgebirgen auch mal ein örtliches Gewitter dabei, vor allem so nach Süden hin, über den Alpen oder der Schwäbischen Alb oder dem Schwarzwald. Viel wird es aber hier sehr wahrscheinlich nicht sein. Dann schauen wir mal auf die weitere Entwicklung für die Ostertage. Bevor ich euch mal die Vorhersagekarten zeige, will ich euch hier mal die Wetterlage für den Ostersonntag zeigen. Und da hat sich schon wieder was getan. Ihr seht, wenn man so weit blickt, dann gibt es natürlich immer wieder noch Unterschiede. Die Wettermodelle sind sich noch nicht einig. Deswegen gibt es natürlich ja auch täglich einen Wetterbericht, damit wir diese Updates machen. Und zwar, ihr seht, das Ganze kippt schon wieder am Ostersonntag mehr und mehr auf eine Vorderseite. Während uns zunächst eben die Kaltluft erreicht, die bis Kar-Samstag auch den Süden unter Abschwächung erreicht, kippt das Ganze schon wieder auf eine Vorderseite und mildere Luft strömt am Ostersonntag schon wieder in große Landesteile. Und da schauen wir uns jetzt mal die Prognose, die aktuelle Wettervorhersage für die Ostertage an. Und sehen am Karfreitag, da wird es im Süden mit Ankommen der Kaltfront unter Abschwächung noch einzelne Schauer und Gewitter geben, wahrscheinlich so speziell Richtung Alpen. Ansonsten aber nach Norden hin schon eher wieder trocken, allerdings hier eben deutlich kälter. Im Süden, da könnte es durchaus nochmal 15 bis 18 Grad geben, vielleicht sogar nochmal am Oberrhein die 20, je nachdem wie schnell die Kaltfront reinkommt. Dann aber eben nach Norden hin doch die deutliche Abkühlung. Ja, das wird einen Temperatursturz von teilweise eben auch über 10 Grad geben. Wie geht es weiter? Kar-Samstag und Ostersonntag sehen nach jetzigem Stand doch insgesamt verbreitet trocken aus. Das trockene Wetter kündigte sich ja auch gestern schon an. Und die Sonne wird wahrscheinlich auch häufiger dabei sein. Also gar nicht so schlecht das Osterwetter. Zumindest jetzt mal bis Ostersonntag. Und ihr seht an den Temperaturen eher schon wieder eine Erholung. Im Süden wird es wahrscheinlich gar nicht ganz so kalt werden. Eher noch so zwischen 10 und 15 Grad. Nach Norden hin in der Nordhälfte, in der großen, aber doch unter 15 Grad die Höchstwerte. Am Ostersonntag dann schon wieder eine Erholung der Temperaturen. Ja, vielleicht kommen wir da sogar schon am Oberrhein wieder knapp an die 20 dran. Also wieder eher eine Milderung zum Ostersonntag. Der könnte auch mit häufig viel Sonnenschein sogar wirklich richtig sonnig werden. Wie geht es dann weiter? Und da will ich euch mal für den Ostermontag jetzt zwei Karten zeigen. Das US-Wettermodell und das ECMWF-Wettermodell sind nämlich riesig unterschiedlich. Ihr seht hier die Höchsttemperaturen für den Ostermontag und da gibt es einfach diese tierischen Unterschiede. Das ECMWF-Modell setzt diesen Warmluftvorstoß, der ja so am Ostersonntag beginnt, setzt es am Ostermontag fort, verbreitet teilweise sogar wieder bis fast 20 Grad am Ostermontag. Ja, das war die letzten Tage noch gar nicht so drin. Und das US-Wettermodell hat eine Luftmassengrenze drin, die sich so über dem Süden erstreckt. Hier teilweise sogar Schneeregen, mal bis in tiefe Lagen, die höheren Lagen Schnee. Und wenn wir uns nämlich das Wetter dann dazu anschauen, wie unterschiedlich das berechnet wird, also teilweise eben mit Schneeregen und sehr unbeständigem Wetter im US-Wettermodell, nur so im äußersten Südosten, da teilweise dann noch trocken und freundlich. Hier auch deutlich milder nach dem ECMWF. Da würden dann im Tagesverlauf mit einer aufziehenden Front, einem Tief aus Westen, Regenschauer und Gewitter aufkommen, nach Osten eher noch trocken. Also man kann auch nichts Genaues für den Ostermontag sagen. Schauen wir uns gleich auch nochmal in Ensembles für zwei verschiedene Orte an. Woran liegt das Ganze? Blicken wir auf die Wetterlage und das ECMWF-Wettermodell. Das hat diese umfangreiche Tiefdruckzone drin, die dann am Dienstag die Warmluft auch schon wieder nach Osten verdrängen würde. Das heißt am Montag der Warmluftvorstoß, dann wieder eine Kaltfront mit Regenschauern und Gewittern. Das Ganze würde dann verdrängt werden. Dann würde sich am Dienstag nach dem ECMWF auch die Kaltluft durchsetzen. Es ist also ein Ringen, wie schnell kommt die Kaltluft von Nordwesten und Westen dann Richtung Deutschland gedrängt. Wie lange hält sich noch der Warmluftvorstoß
aus südlichen Richtungen. Das US-Wettermodell, das hat auch die Tiefdruckzone anders drin und flutet eben schon gar nicht mehr am Montag den Warmluftvorstoß betont. Der ist schon weit östlich dann gelegen von uns und weite Teile Mitteleuropas würden dann von Kaltluft geflutet werden. Also im Großen und Ganzen deutet sich eher wieder so Richtung Ostersonntag, vielleicht Ostermontag wieder ein Warmluftvorstoß an, dann eher wieder ein Kaltluftvorstoß. Also ein Auf und Ab wahrscheinlich dann so über Ostern beziehungsweise dann wieder nach Ostern eher wieder kälter oder schon am Ostermontag. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in Ensembles an. Blicken mal hier zunächst auf Offenburg in der Ortenau. Da sehen wir ganz gut zunächst mal der Donnerstag hier noch relativ sicher und richtig warm. Dann geht es wieder runter, aber auch nicht die ganz große Abkühlung. Hier im Südwesten am Oberrhein sehen wir ganz gut Temperaturen, meistens tagsüber noch um die 15 Grad. Also da wird es gar nicht richtig kalt werden. Und dann im weiteren Verlauf, da nehmen die Unsicherheiten dann richtig zu. Sonntag eher wieder steigende Temperaturen noch. Und dann in der nächsten Woche, ab Ostermontag, bilden sich zunehmend zwei Cluster raus. Das heißt, von diesen 50 verschiedenen Berechnungen, da gibt es zwei Cluster, etwa so 50% der Lösung. Die sehen hier sogar richtig warmes Wetter noch fortsetzen dann. Die lassen gar nicht die Kaltfront durchziehen hier. Und ein weiterer Cluster, der hat eher kältere Luft drin, sogar teilweise Temperaturen unter 10 Grad dann tagsüber. Das ist eben, was sich dann entscheidet mit dieser komplexen Wetterlage zu Wochenbeginn. Man kann also noch nichts sagen. Schau mal kurz nochmal auf Berlin. Das Ganze also weiter nördlich, da ist eben dieser Kaltlufteinbruch doch relativ sicher. Karfreitag, dann aber auch Karsamstag sehen wir doch deutlich, wie die Temperaturen runtergehen. Temperatursturz so um, teilweise mit mehr als 10 Grad, da eben Höchstwerte nur noch um 10 Grad am Tage. Nachts kann es durchaus eben auch mal auf an die 0 Grad gehen. Dann geht es eben so eher wieder ein bisschen rauf, am Sonntag schon unsicher, wie weit es sich erwärmt. In der kommenden Woche dann, ja, wir sehen es, die Linien gehen einfach völlig auseinander. Es gibt noch nicht mal Cluster, die sich bilden. Völlig extrem unsicher, wie sich das hier in Berlin bzw. doch im Großteil des Landes dann ab Montag entwickeln wird. Schaut einfach diese Ensembles auch für euren Ort. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ist ja alles auch noch eine Weile hin, wie ich es immer so schön sage. Macht's gut, bis bald und ciao.